Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ausgepackt. Heute mit einem Multiplattform-Spiel, Damnation. Erscheint für den PC, beziehungsweise erschien für den PC, die Xbox 360 und die PS3. Kampagne starten wir doch gleich mal. Solo, LAN-Koop und Online-Koop. Das ist doch schon mal was Feines. Neue Kampagne, Hardcore. Damnation erscheint von Codemasters. Große Vorgeschichte zu dem Spiel gibt es eigentlich nicht. Anfang Mai. Oh, Intro. Drücken wir aber weg. So. Anfang Mai konnte ich den Titel schon mal anspielen und da hat er mir. Ich sag's mal so, das Konzept ist toll. Die Umsetzung war so lala. Aber schauen wir mal, wie nun die finale Vision geworden ist. Wir treffen Sie vorne an der Arrowtree-Brücke. Wenn wir jetzt gehen, schaffen wir es. Naja, grafisch sieht's ja ganz nett aus. Nett, mehr nicht. Die Bewegungen wirken ein wenig hakelig. Das kann man jetzt bestimmt nicht so ganz gut nachverfolgen. Aber wenn man es spielt, dann merkt man es. Was willst du denn? Schießen Sie auf die Bolzen in beiden Ketten. Ah, gut, okay. Zack. Und. Zack. Wir spielen hier die PC-Version, wie ihr schon gemerkt habt. Rechte Maustaste. Ach du Schande, das ist eine komische Steuerung. Also rechte Maustaste zum Zielen. Dann drücke ich die mittlere Maustaste zum Zoomen und mit der linken schieße ich dann. Das ist ganz merkwürdig. Zack. Los, es ist leichter, als es aussieht. Das Spiel hat auch einen Versus-Modus, online wie über LAN. Das Tor ist versperrt. Wir müssen da rein. Großartig. Ducken, das kriege ich auch noch hin. Das Tor ist verschlossen. Winslow? Sparen wir Sprengstoff. Versuchen Sie es anders. Aber Moment. Die Brüste sind ganz schön. So. Wie sollen wir es denn anders versuchen? Was soll ich denn? Wie denn? Schätzkekse, da kriege ich mal wieder keine Info, wa? Ach, sowas hasse ich ja. Ah, okay. Vermutlich die letzten heilen Glasscherben in dieser Stadt. Das war jetzt ja spannend. Sehen Sie an dem Hebel. Hoffentlich wurden die Kabel nicht beschädigt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also diese Steuerung. Also, man merkt schon sehr, dass das eine Konsolenversion ist, beziehungsweise eine Portierung, denn die Steuerung auf dem PC ist ja ohne Gamepad grausam. Ein Gesichtsausdruck wie, naja, okay. Okay, gehen wir. So. Ich hätte jetzt gern ein bisschen Action. Greif dir das Seil und dann auf zur Brücke. Ich hatte nicht vor, loszulassen. Hui. So, und runter. Deckung! Oh, endlich Action. Gibt's ein Cover-System? Anscheinend nicht. Oh! Nicht sterben. Okay. Ja, Moment. Oh, ich sehe hier überhaupt nichts. Zum Teufel, was?
Deckung! Allein das mit dem, also das mit dem Zielen und Schießen ist ja schon der größte Schmarrn dieser Welt. Wie kann ich mich denn hier überhaupt in 3 Minuten ducken? Mit C. Ja, mit Hand. Ich muss die ganze Zeit die rechte Maustaste gedrückt halten, ne? Das ist kein Scheiß. Ah, da fliegen Köpfe, das ist doch schon mal was. Wiederbeleben, der ist sogar nicht tot. Aha, einfach hinter den Knopf drücken und er lebt wieder. Okay. Realismus. Nein. Ja, ich hör's doch. Großartige KI. Ich meine, gut. Wenn ich so im Kugelhagel stehe, dann würde ich mich wahrscheinlich auch nicht mehr bewegen, weil. Macht ja bestimmt eh keinen Sinn. So. Oh. Ich finde ja grundsätzlich Western-Spiele sehr cool und ich finde auch, davon gibt es zu wenige. Deswegen habe ich mich sehr auf Damnation gefreut, auch wenn es kein wirkliches Western-Spiel ist, sondern eher so ein Crossover-Sci-Fi-Gedöns. Nur... Ach, komm schon. Ah. Keine Munition mehr. Gut, dann machen wir es anders. Uah. Uah. Hier drin. Wir klettern auf die Gebäude, um näher zur Brücke zu kommen. Jo. Hierher. Ein Highlight des Spiels, höchstwahrscheinlich auch das einzige Highlight, sind die Kletterpassagen. Das hat sich damals in Preview-Vision ganz schön an. Preview-Vision, so, Mensch. Ganz schön angefühlt. Im Großen und Ganzen. Was? So, hoppala. Ja, im Großen und Ganzen gibt es davon im Spiel auch viele, aber die sind alle sehr leicht. Zumindest war das damals so. Ich habe das. Ist das eigentlich für eine. Oh, das ist, also ich muss jetzt beim Springen rüberspringen, muss ich Shift dabei gedrückt halten und. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Sehr gut. Ah, endlich mal eine ordentliche Waffe hier. Oh. Oh. Nein. Scheiß Steuerung. Wo sind wir denn jetzt? Ah, gut, okay. Sterben scheint in diesem Spiel nicht so schlimm zu sein. So. Stomper in Sicht. Stompers? Ich lenke sie ab. Ein Cover-System gibt es, wie gesagt, anscheinend nicht. Für 2. Und wie man sieht, ist das unglaublich stumpfe Action. Irgendwo habe ich mal gelesen, ein Gears of War ohne Cover-System. Und was ist ein Gears of War ohne Cover-System? Genau, Mist. Scheint sich dann auch so zu bewahrheiten. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon gespielt habe. Aber ich glaube... Wir belassen es jetzt erstmal dabei und kommen zu dem kurzen, aber schmerzlosen Urteil, dass Damnation nicht das geworden ist, was ich erhofft habe und was bestimmt viele andere auch erhofft haben. Das Spiel definitiv zum Kauf, zum Vollpreis würde ich es euch nicht empfehlen. Wenn es mal irgendwann als Budget-Version beim Mediamarkt und Co. erhältlich ist oder in der Grabbelkiste für 10 Euro, könnt ihr vielleicht mal überlegen, ob ihr es mitnehmen wollt. Empfehlen würde ich es dann aber immer noch nicht. Mir geht's nicht gut.